Und jetzt auch noch Formationsfliegerei ohne Gashebel. Mit Zündung ein, Zündung aus. Das ist die ganz große Kunst. Jetzt sieht man mal ganz deutlich die Leistungsfähigkeit und die Wendigkeit dieses Fokker DA1 Dreideckers. Passen Sie mal auf, liebe Gäste. Angriff geflogen auf seinen in der Landung befindlichen Kameraden in der E3. Das war doch ein Deutscher. Wieso schießt er dann? Ah, ich glaube, er hat nicht wirklich geschossen. Treffer. Genau, wir sehen hier am Boden, der NG-Stand, den Michael aus der Kette wieder angreift. Er hat bei der Rekonstruktion im Flugzeug das Zusammenbau diese beiden MG gebaut mit einem Soundchannel. Also, da ist etwas drin, was ein Sound macht. Das soll ich so mehr wissen, wie man Wahnsinn, wie unglaublich wendig dieses Flugzeug ist. Wie ein Fitzelflugzeug. Okay. Ja, wir haben ja gesagt, er dreht auch einen Bierdeckel. Und genauso macht er das hier auch. Fantastisch. Erstflug 1917. Also über 100 Jahre alt, das Design und die Technik, die wir hier sehen. Den meisten vielleicht besser bekannt als komplett rote Version, als Dreidecker des Baron Manfred Freiherr von Richthofen. Es wird auch gesagt, dass Richthofen nicht alle seine 80 Abschüsse mit dem MG absolviert hat, sondern dass er die Gegner im Kurvenkampf einfach ausgekurbelt hat. Das heißt, er hat viel enger kurven können wie die Gegner, und die sind dann eben durch Strömungsabrisse teilweise zum Absturz gebracht worden. Ja, und heute baut man Kampfflugzeuge bei Lackierfolge in Hartfarben, also die möchten spät gesehen werden oder wirklich fahren. Das ist schon von der Flugzeug groß. Und das war vielleicht die erste psychologische Kriegsführung der Welt. Er hat wirklich die Menschen damit eingeschüchtert. Er hat gesagt, sie sollen wissen, von wem sie abgeschossen werden. Und das hat funktioniert. Zum Schluss hatten wirklich Piloten Angst, wenn sie ihn am Himmel gesehen hatten. Ja, und die ganze Staffel war bunt. Deswegen nannten wir auch den fliegenden Zirkus damals.
vielleicht versteckt man sich jetzt wieder hinter dem Wald. Hat er das schon aufgemacht. Ja, aber läuft rund heute, ne? Schön gehört, der Oberursel. Umlaufmotor liefert 130 PS. Ja, und jetzt ist er nochmal den Platz angeflogen, wo er gleich landen wird. Dort passt ihm der Rasen besser, die Landefläche. Da steht schon ein schwarzer Anzug, Overall, ein Helfer von ihm. Weil was er gar nicht mag, ist so abschüssige, zur Seite abschüssige Pisten. Da wird, hat er gesagt, da wird er ruckzuck zum Beifahrer nur noch, und dann kam noch Kontrolle über das Flugzeug. Ja, so gut man vielleicht noch diesen Tode zurückdreht, hat das ein originales Flugzeug dabei. Originales Oberes Umlaufmotor aus dem Jahr 2017. 1917. Ja, jetzt kommt er zur Landung. Sie hören das. An, aus, Zündung an, aus. Also man kann nicht wenige Fluggas geben. Der Motor läuft oder läuft nicht. Ja, super gemacht. Wollte er genau da aus, wo er hin wollte, wo sein Techniker steht. Mikael Karlsson aus Schweden mit seinem Fokker DR1. Und mal bitte jemand von der Beschallungstechnik.